Du. Ich habe Charlie gar nicht gestreichelt. Ich bin der Beste in diesem Job, aber du kommst direkt hinter mir. Oh, hey Hunter. Ach so, die zeigt mir nur die Missionszieldame. Ich dachte, er würde mich jetzt zu einer Truhe führen, die ich noch nicht geöffnet habe. Ah. An den Stein stehen ist eine Legendäre wieder zu. Kehre zu Caretaker zurück. Und sag ihr, dass du eine arkane Truhe geöffnet hast, die in der Abtei versteckt sind. Was, wir haben Truhen in der Abtei? Großartig, danke, Hunter. 20 Arkanes Wissen. Ja, Charlie ist in der Bibliothek. Charlie wird die Liebe bekommen, Charlie wird die Liebe bekommen, die sie bekommen muss. Auf ein neues Ritual der Zerstörung. Hyppus zählte zu den ersten Urgöttern, die am Anbeginn unserer Welt geboren wurden. Und zu seinem Pech zählte er auch zu den ersten, die gestorben sind. Wie stirbt ein Urgott? Er wurde von einem anderen Urgott verschlungen. Super. Seinem eigenen Bruder, Set. Nett. Sehr gut. Sie können deiner Stärke unmöglich das Wasser reichen. Willkommene Hilfe. Lass ein paar für uns übrig. Dein Schicksal ist besiegt. Lilith hat dich zum Sterben hergeschickt. Ich hoffe, du bist darauf vorbereitet. Du warst zu schwach für diesen Kampf.
Mal sehen, ob sie darauf eine Antwort haben. Einen Stein kann ich leider nicht werfen. Splitte ich auch gerne mal auf. Ich bin beeindruckt. Also krieg ich keine Aktion wiederhergestellt, ne? Ja, dann ist das halt so. Hm? Geht doch voll auf den drauf. Naja. Kassiere ich die Schläge jetzt. Das wird mich verlangsamen. Verlangsamen nicht wirklich, aber es tut ein bisschen weh. Nee, das finde ich auch nicht so cool. Seth hat dadurch die Macht seines Bruders absorbiert, aber auch den Niedergang der Urgötter herbeigeführt, die sich gegeneinander wendeten und zu Dämonen wurden. Kein Problem. Splittet euch ruhig noch ein bisschen häufiger auf. Ups, war nicht zurückwerfen mit hier drin. Ich hab sowas schon mal gesehen. Vor Jahren. Wird schon. So, Klingensturm ist auch gleich wichtig. Das war ja was. Warum ist der nicht markiert worden? Irgendwas stimmt hier nicht. Es ist Zeit. Deine Mutter verlässt dich.
So, 12 Gegner besiegt. Du hast da oben noch eine Markierung. Deine Zeit ist gekommen. Spüre meinen Ruf. Ach komm, hauen wir dich noch weg. Wieder fallen Liliths Diener. Blöp. Nix mehr da. Schick mir doch bitte Respawn. Wie beim letzten Mal erwähnt, nachdem die meisten Urgötter verderbt waren, wurde Atum beauftragt, sie zu vernichten. Als er damit fertig war, gab er ihre Energie wieder in den Sternen Kraft. So, danke, sehr aufdringlich. Sie schweigend von oben zu, während ich zu ihrer Belustigung... Wer bin ich, über ihre Absichten zu spekulieren? Bisher scheint alles zu deinem Vorteil zu laufen. Lass ein paar für uns übrig. So. Ich bin beeindruckt. Hyppus ist sicher erfreut. Du hast Pass dich doch. Als mehr als nur fähig erwiesen. Di-di-di-di. Jetzt kriege ich die Fähigkeit, diese Ranken zu entfernen, wahrscheinlich. Man kann 4000 neue Sachen auf dem Erdteil machen. Das sieht aus, als gehöre es hierher. Der frühere Zustand sowohl natürlicher als auch unnatürlicher Gestalten wiederherst. Leuten ermöglicht es dir, Jahre zurückzudrehen, indem du ihnen mit einer einfachen Geste Leben einhauchst. Der Segen Hyppus. Ja, das ist das Letzte, was... Hyppus scheint nicht zuzustimmen. Atum antwortet nicht. Hyppus versorgt uns. Ich will ein bisschen Zauber lernen für Hogwarts. Die neueste Gabe der Götter scheint mächtig zu sein. Ich habe bereits einen Großteil der Verderbnis aus der Umgebung beseitigen können. Habe ich bemerkt. Das heißt wohl, die letzte Prüfung war kein großes Hindernis für eine Legende wie dich und eine treue Begleitung. Wir waren bereit für das, was uns erwartet hat. Wir haben sie auch nur dreimal machen müssen, die alles Kraft cool. Die Kraft der Erneuerung ist etwas wahrlich Bemerkenswertes, besonders angesichts eines so tückischen Problems. Aber wie konnte diese Verderbnis sich überhaupt erst auf das Gelände ausbreiten? Ich habe erwähnt, dass Wanda Visionen hatte, als sie an meinem Altar die Kraft des Mondsiegels absorbierte. Es ist nun offenbar, dass ich die Tragweite ihrer Erlebnisse nicht vollständig begriffen habe. Was denkst du, ist hier wirklich passiert? Ich habe gesagt, dass Wanda nicht von den Blood abstammt. Die Wahrheit ist, ihre Magie entstand aus Chaos, aus der Berührung des finsteren Gottes K'Thon selbst. Sie hatten bestimmt eine stärkere Verbindung, als ich sie mir ausgemalt hatte. Sie hat dem Feind den Blick in unser Heim ermöglicht. Nun klingst du wie Sarah. Du solltest es besser wissen als alle anderen Hunter. Unser Handeln bestimmt, wer wir sind, nicht unser Blut. Wanda hat nicht um K'Thons Segen gebeten
Und ich weigere mich, es ihr vorzuhalten. Aber es ist nun getan. Und wir können jetzt nur nach vorn schauen. Das Läutern des Geländes ist bereits ein wichtiger Schritt für uns. Wandas Visionen. Waren sie Teil ihrer Bindung an Cathorn? Weißt du, was sie gesehen hat? Sie hat sie wie einen Traum beschrieben. Kaputte, verzerrte Bilder, an die sie sich nur flüchtig erinnern konnte. Aber du hast recht, Hunter. Ich glaube nun, dass Cathorn sie aufgesucht hat, sein Einfluss gestärkt von der Macht des Siegels, das sie absorbiert hat. Und die Verderbnis des Geländes, war das ein Einfluss? Das ist nun fast zu deutlich. Die Verderbnis des Geländes kehrte genau dann zurück, als Wandas Entdeckungen ihren Höhepunkt erreichten. Stand darüber nichts in ihrem Tagebuch? Vielleicht sind wir ihr zuvor gekommen. Ich sollte in die Bibliothek zurück und mit der Übersetzung fortfahren. Komm morgen zu mir, dann lasse ich dich wissen, ob ich etwas gefunden habe. Letzten 300 Jahre keine Zeit gehabt dafür. Oh Moment, einmal zurück, weil da können wir eine Kiste auch befreien. Hippos bringt Erneuerung. Ups, mein Fehler. Atom sieht es wohl nicht so. Alles wird zurückgebracht. Hey, wo sollen bei der Statue und Schlüssel sein? Ach da. Der liegt hier so rum. Haben sie nicht daran gedacht, dass man die dann vielleicht entfernen will. Doofe Entwickler. Ich kann mich nicht so ausleben, wie ich will. Er gibt seine Zustimmung. Hippus kann nur so viel ausrichten. Hippus bringt Erneuerung. Schädel von Elizabeth Smith, ein weiteres Opfer der Prozesse in Old Salem. Knochen der Toten, 1 von 6 gefunden. Hippus versorgt uns. Was ist das? Sieht aus wie der Splitter eines Mondsiegels. Oh, jetzt haben sie das Siegel noch aufgebrochen in mehrere Teile, die ich finden muss. Ich will nichts mehr als vor Begeisterung zu frohlocken und zu rufen. Gregor und ich haben uns vermählt. Sarah meinte, es sei ungebührlich, so viel Begeisterung über ein sterbliches Vergnügen zu zeigen, aber ich bin sehr verliebt. Ich habe es ihr noch nicht gesagt.
Sie denkt, der Grund für meine Abwesenheit von der Abtei in den letzten Tagen wäre, dass ich Hiram Shawn Shawns Schritte verfolgt habe, während er das Darkhold sucht. Aber nein, Gregor und ich haben eine heimliche Trauzeremonie abgehalten und das Glück gefeiert, einander gefunden zu haben. Ich denke, ich sollte diese Nachricht wohl bald mit meiner Schwester teilen. Hier ist wohl einfach nichts. Tja. Er hört mich, doch er hat keine Antwort. Was soll er auch machen? Steine wegräumen. Wobei, es wäre ein guter Anfang. Alles wird zurückgebracht. So, das ist darunter. Du Steine. Würde Atum es mir zeigen. Geht doch. Oshtur führt meine Hand. Die Liebenden. Ein Bild. Ein Splitter eines Mondsegels. Was macht das hier? In der Wand stecken, verdammte Hacke nochmal. Ich kann auch noch was opfern, ja, ist richtig. Ich habe ja ein paar neue Artefakte, die ich mal wegopfern kann. Sofort Agatha. Der abgenutzte Felsvorsprung. Atom sieht das anders. Der Sohn Gaea ist erfreut. Seltene Kisten brauchen auch keine Arkanenschlüssel mehr. Wo gucke ich denn da gerade runter? Ach, da. Er sieht unseren Pfad. Schon alles vorher. Agatha, komm doch. Ja, du musst übrigens da und da. Das habe ich schon erledigt, Agatha. Ja, dann. Ich muss da auch runter. Da unten ist die letzte Statue für das vordere Rätsel. Dragon, ich habe jetzt glaube ich schon häufig genug erwähnt, dass du kein Backseat Gaming so massiv betreiben sollst. Ich weiß, dass du das zurzeit auch spielst.
Aber es sei so lange nicht, dass du das halbe Spiel im Chat vorerzählen musst. Ich widme mich nun an einem alten Spätnachmittag dem Schreiben. Moment. Ich widme mich nun an einem kalten Spätnachmittag dem Schreiben. Ein Sturm sperrt uns heute alle in der Abtei ein. Und der Schnee fällt schwerer, als ich es viele Jahre erlebt habe. Das verleiht dem Nachmittag eine Stille, die ich nur wertschätzen kann. Es vergeht kein Tag, ohne dass wir uns umsehen in Erwartung dessen, was uns gewiss jeden Moment widerfährt. Und doch ist mir der Frieden, den ich mit Agatha an meiner Seite erlebe, eine Freude. Sie ist gutmütig und es gibt flüchtige Momente, in denen ich unsere Mühen vergesse und mir fast erlaube, glücklich zu sein. So, ich kann nicht anders. Ich klammere mich an diese Momente, doch ich weiß, es sind nur Momente und bald stehen wir wieder unserer größten Widersacherin gegenüber. Ich darf mich nicht ablenken lassen, wie einst Lilith. Wäre diese Hilfe nötig, würde Hippos sie geben. Ich kann die Schönheit dieses Gewächshauses kaum glauben. Ich weiß, es ist etwas überwuchert, aber ich kann dennoch erahnen, welche Pracht hier einst herrschte. Vor langer Zeit, als ich mit Liebe und Hingabe darum gekümmert wurde. Ich schweife ab, Konzentration, Wanda. Dieser Zierbaum muss einfach ein Hinweis sein. Ich habe versucht, einen Weg hineinzufinden, aber ich bin mir noch nicht sicher. Agatha wird jeden Moment hier sein. Ich hoffe, sie hat eine Idee, wie wir uns Zutritt verschaffen können. Die Götter sind wankelmütig. Mutter. Du hast Wandas Schritte verfolgt, Hunter. Also ist es wohl an der Zeit, dass ich ehrlich zu dir bin. An diesem Punkt wurde es ein bisschen unübersichtlich. Hier ist Wanda im wörtlichen Sinne gegen eine Wand geprallt. Die Tore, die den Weg zum Garten deiner Mutter versperren, hielten jedem unserer Versuche stand, sie zu öffnen. Und so leicht habt ihr sicher nicht aufgegeben. Natürlich nicht. Wanda zauderte, aber ich wurde durch ihren beinahe Erfolg ermutigt. Ich bat sie inständig, es weiter zu versuchen. Hätte ich doch nur über die Risiken nachgedacht. Doch nein. Unter meiner Führung versuchte sie, das Tor mit dem Mondsiegel aus Seths Prüfung zu öffnen. Gerade du hättest das besser wissen müssen. Das weiß ich jetzt, aber hinterher ist man immer schlauer. Und das Resultat? Ohne das Wort der Macht, also dem Segen von Seth, konnte Wanda die Energie in dem Siegel nicht kontrollieren. Es reagierte wie viele dieser Dinge. Es explodierte. Aber das Tor blieb verschlossen? Ganz recht. Und eine unglückliche Nebenwirkung der Explosion war mein Tod. Das war aber nicht dieser Trainingsunfall mit Wanda. Eine überraschend besonnene Erläuterung von dem armen Mädchen. Wenn man bedenkt, was die gerade erlebt hatte. Ich war noch nicht wieder bei Sinnen, aber das ist eine andere Geschichte. Du bist gestorben. Wanda war traumatisiert, hatte niemanden, der sie unterstützte, und Caretaker gab ihr die Schuld? Ja, die Lage wurde unschön. Vielleicht sollte ich sagen, herzzerreißend. Wie dem auch sei, du kennst jetzt die Wahrheit. Aber was ist mit Sarah und den anderen? Die müssen das auch wissen. Angesichts meiner aktuellen Lage muss das wohl noch warten. Wenn du dennoch weitermachen möchtest, musst du die Scherben des zerbrochenen Mondsiegels finden. Wenn alles gut geht, kann ich das Siegel neu formen. Ich glaube, ein paar Teile habe ich schon. Natürlich hast du das. Ein Teil musst du noch finden. Utz, utz, utz.
Passt schon. Hippos kann nur so viel ausrichten. Und da fällt mir gerade ein, ich kann jetzt zu den anderen seltenen Kisten gehen, weil ich kann die als öffnen, ohne Schlüssel zu verwenden. An sich ist das Gelände absuchen ja okay. Oh Götter, ich weiß, was wir hier. Ich weiß, was ich hier versuche, aber ich werde von Scham übermannt. Was, wenn es funktioniert? Was, wenn ich wirklich alles rückgängig machen kann? Ich will nur mein Kind in den Armen halten. Ich will seine lieblichen Schreie hören. Und hier oben war ja eins der Teile. Hier macht die Kiste auf. Sarah ist nicht meine Mutter und wird es niemals sein. Dennoch behandelt sie mich wie ein Kind und ich halte es kaum aus. Wenn meine Kraft wächst, versucht Agatha mir zu helfen, Kontrolle darüber zu erlernen. Sie hat mir Zauber beigebracht, um mich und meine Lieben zu beschützen. Aber Sarah redet mir nur Schuld und Angst ein. Wieso sollte ich etwas fürchten, das mein Körper so natürlich empfängt wie Atem? Vögel fürchten nicht das Fliegen und ein Bär würde sich nie für seine Zähne entschuldigen. Wieso sollte ich mich bremsen? So, das war das Ding, wo wir drin waren. Das ist wohl nicht ihr Bereich. So, hier waren die Steine im Weg. Hier war einer, da oben war einer. Da muss das eigentlich hier irgendwo im Garten sein. Wenn die Siegel aufgesplittet sind. Sonst würde Atum es mir zeigen. Zum Sterben ist dieser Ort nicht schlecht. Er hört mich, doch er hat keine Antworten. Atum sieht es wohl nicht so. Wohin hatte ich den aufgedeckt? Das sieht nur so aus, wenn man da hoch könnte. Da ist nichts. Wäre diese Hilfe nötig, würde Hippos sie geben. Die Göttin muss beschäftigt sein. Nur weil es ein Riss ist und keine Tür.
Atom sieht das anders. Atom antwortet nicht. Okay, sowas wie eine geheime Treppe gibt's auch nicht. Ach, doofes Suchspiel. Sie sieht es nicht passieren. Hier ist wohl einfach nichts. Hippos scheint nicht zuzustimmen. So, das war das eine. Atom antwortet nicht. Das Wasser hier sollte jetzt sicher sein. Ich bin nicht sicher, ob das Wasser jetzt wirklich sicher wäre. Und welchen Vorteil habe ich dadurch? Außer, dass die Kiste da ist. So, hier oben war ja der andere Durchgang. Er gibt seine Zustimmung. Das ist das letzte Teil. Es scheint eine der Scherben zu sein, die ich für Agatha finden soll. Easy. Kann man von unten... Also ich dachte erst, das wäre ein Alternativweg irgendwie noch zusätzlich. Vielleicht bitte ich um zu viel. Agatha, ich komme und ich komme wie ein Junge zu dir gelaufen. Freude überall. Oh nein, Agatha in der Bibliothek. Warum geht die einfach weg? Wir hätten doch einfach uns ganz normal unterhalten können. Ach Moment, bevor ich das jetzt hier mache. Wenn wir sie ausgelöscht haben. Kacke. Ach nee, jetzt weiß ich's wieder. Nee, bin ich doof? Wo war es nochmal? Steinterrasse, oder? Nee, auch nicht. Ach, genau. Agathas Altar und von hier aus hier rüber. War diese Schale immer hier? Ja, du musst es auch nicht jedes Mal erwähnen. Fast so, als wäre es dazu bestimmt, hier zu sein. Mein Angebot wurde scheinbar angenommen. Ekelhaft, 100 Gloss bekommen.
richtig schön nutzlos. Ich wusste, du würdest die Scherben finden, wenn du dich ins Zeug legst. Aber das war schneller als erwartet. Ich mache mich besser an die Arbeit. Ich bin zuversichtlich, dass ich das Mondsiegel wiederherstellen kann, aber dafür musst du noch etwas für mich erledigen. Ich brauche eine bestimmte Blume als Reagenz für dieses Ritual. Sie dürfte nicht schwer zu finden sein, da sie gleich vor meiner alten Hütte wächst. Während du sie mir beschaffst, treffe ich die restlichen Vorbereitungen. Habe ich das dann nicht schon automatisch irgendwann mal eingesammelt? Natürlich. Was sind das für komische Wucherungen auf dem Gelände? Man könnte diese Substanz für eine invasive Spezies halten. Wie kann sie sich... Das widerspenstige Darkhold gibt seine... Mit jedem... Ah ne, ich muss wirklich die Regenz... Also es wird wahrscheinlich etwas einsammelbar sein.